und nahm dann anschließend seine Hand und legte sie auf das Auge drauf und verharrte dann für ein paar Sekunden im stillen Gebet und ging danach weiter. Khuddam Podcast. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verfluchten. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Khuddam-Brüder, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Khuddam Podcast. Heute zu einem ganz besonderen Thema. Das Thema, was wir heute ausgewählt haben, ist Al-Shifa, die Heilung. Wer kennt das nicht, wenn der Mensch erkrankt oder auch einen Angehörigen, jemand hat, der erkrankt und es keinen Ausweg mehr gibt auf Heilung und auch einem die Ärzte mitteilen, dass sie leider nichts mehr machen können und man realisiert, dass die Medizin oder die Ärzte, die man vorher als die großen Heiler in Hoffnung hatte, eigentlich nur 2% bislang von dem erforscht haben, was der menschliche Körper hergibt. Und selber denen die Hände gebunden sind in manchen Situationen. Und man eigentlich dann realisiert, dass es einen anderen Heiler geben muss. Und Alhamdulillah, es gibt dann auch die weitere Ebene. Es ist die spirituelle Ebene, die Ebene, sich an jenen zu wenden, der uns alle erschaffen hat. Und dieser Heiler hat sich auch immer wieder allen Menschen offenbart durch seine Botschafter und weltweit und auch diese Botschafter mit einer besonderen Heilkraft ausgestattet. Das haben wir im Leben des heiligen Propheten Muhammad gesehen, das haben wir im Leben des verheißenen Messias gesehen und auch im Leben aller Khulafa, die diesen Beistand Allah Talas hatten und bei ausweglosen Situationen durch besondere Gebete für diese Person bei Allah Tala eine Genesung herbeigeführt haben, die einen völligen Wunder für diese Person auch darstellte. Und Alhamdulillah, wir haben selber auch diese Situation erlebt, vorletzte Woche am Freitag, als wir sehnsüchtig auf die Freitagsansprache gewartet haben und dann Hazur nicht sehen konnten und die Meldung bekamen, dass Hazur leider gestürzt ist und Verletzungen am Gesicht und am Knie erfahren hat. Es hat uns sehr wehgetan, denn die Liebe, die ein Ahmadi mit seinem Khalifa hegt, ist eine Liebe, die über die Zeit hinweg gewachsen ist. Und eine Liebe, die Allah Ta'ala in den Herzen gepackt hat. Denn das ist eine Liebe, die rein ist. Und eine Liebe deshalb, weil es genau dieses gesegnete Wesen ist, was Tag und Nacht darin besorgt ist, um unseren Leid. Und diesen nicht nur teilt, sondern inbrunstig weinend vor Allah Ta'ala auch legt und dafür um Besserung sich kümmert und sorgt. Und wenn man sieht, dass eine solche Person eine Verletzung erleidet, dann bringt das die gesamte Jamaat in Unruhe. Es bringt die gesamte Jamaat in einen Zustand, wo alle inbrunstig dann angefangen haben, sich an Allah Ta'ala zu wenden und zu beten, Sadqa gezahlt haben. Und Alhamdulillah hat Allah Ta'ala auch dann diese Gebete erhört. Und Alhamdulillah, letzten Freitag sind wir alle Zeugen geworden von dieser gesegneten Freitagsansprache, wo wir wieder Hazur sehen konnten, wo wieder Frühling aufgegangen war, wo wir das gesegnete, schöne Gesicht von Hazur wieder erblicken konnten und gesehen haben. Und Hazur hat selber auch darauf hingeführt, dass die Ärzte ihm gesagt hatten, dass es mindestens 2 Wochen dauert, bis die Verletzungen am Gesicht auch nachlassen und diese bereits nach 6 Tagen schon fast voll komplett weg waren. Alhamdulillah. Und dieses mit den eigenen Augen zu sehen und dann auch diese Führung wieder zu bekommen, dass man sich jetzt in diesen Tagen besonders noch an Allah Ta'ala wendet und diesen Wertbedingungen wieder darauf fokussiert und diese zum Lebensinhalt macht, war ein solcher Friedenszustand im Herzen, der wieder eingetreten war, nach einer solchen Rastlosigkeit, die man sehr schwer in Worten fassen kann. Aber Alhamdulillah, auch da haben wir gesehen, wie eine Heilkraft von Allah Ta'ala passiert und kommt
Und genauso auch andersherum. Wenn Menschen, wenn wir selbst oder auch Bekannte in unserem Kreis Leid erfahren, Schwierigkeiten haben und ausweglose Situationen haben, und wenn dann wir unseren geliebten Hazur um Dua bitten und wie diese Gebete dann greifen und dann einen solchen Wunder herbeiführen und eine solche Besserung, Genesung herbeiführen, die sogar Ärzte zum Erstaunen lässt. Und genau zu also einem Moment möchte ich Sie, Brüder, heute auch mit einladen. Wir werden einige Erfahrungsberichte inshallah heute hören von Brüdern, die genau dieses auch erlebt haben. Und wir beginnen auch mit einem ersten Erfahrungsbericht von dem Bruder Intezar Ahmed Tanvir Sahib, der ein Problem mit den Augen hatte. Und hören Sie selbst in seinen eigenen Worten, wie dieses Augenproblem durch die Gebete und durch die Heilkraft von unserem geliebten Hazur zu einer Besserung kam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mein Name ist Intezar Ahmed Tanvir und durch die Gnade Allahs habe ich wie viele andere Brüder auch am eigenen Leibe erfahren können, wie die Gebete unseres Kalifen das Unmögliche möglich machen können. Ich hatte im Alter von circa 9 Jahren eine Augenlidentzündung am rechten Auge, was dazu führte, dass mein Augenlid sehr stark anschwill und ebenfalls schmerzhaft war. Das ging dann so weit, dass ich kaum noch aus meinem rechten Auge sehen konnte, weil das Augenlid so stark angeschwollen war. Das zog sich über mehrere Monate hinweg und keine der Medikamente, die mir die Ärzte verschrieben, schien Abhilfe zu schaffen. Und letztendlich rieten mir die Ärzte dann zu einer Operation am Augenlid. Während dieser Zeit schrieben meine Eltern mehrere Briefe, um Dua für meine Augen zu bitten, wegen der Augenlidentzündung. Als dann im selben Jahr Hazul et al. Bin Aziz nach Deutschland kam, und in Bet es-Sebu einer Veranstaltung beiwohnte, befand ich mich ebenfalls in Frankfurt und wartete mit vielen weiteren Ahmadi-Brüdern außerhalb der Halle, um Hazur zu sehen und auch Salam zu sagen. Als Hazur et al. Bin Aziz dann aus der Halle hinauskam, stoppte er vor dem Platz, wo ich stand, und drehte sich zu mir und sagte zu mir, ist es dieses Auge? Und nahm dann anschließend seine Hand und legte sie auf das Auge drauf und verharrte dann für ein paar Sekunden im stillen Gebet und ging danach weiter. Und Alhamdulillah, durch Hazur et al. Bin Aziz Gebete ging dann 2, 3 Wochen später diese Entzündung, welche mich dann eigentlich mehrere Monate geplagt hatte, ging sie dann innerhalb von 2 bis 3 Wochen dann so zurück, dass keinerlei Anzeichen übrig blieben. Und kurioserweise ereignete sich an diesem Tag noch ein Ereignis, was mir dann erst später bewusst wurde. Ich bin jetzt 22 Jahre alt und bin mittlerweile auch leider stark kurzsichtig, aber diese Kurzsichtigkeit von mir beschränkt sich nur auf einem einzigen Auge. Und das Auge, was Hazur et al. Ibn Aziz damals angefasst hatte und worauf er ein Gebet sprach, dieses Auge ist von der Kurzsichtigkeit nicht betroffen und hat bis heute die perfekte Sehstärke, wie es auch damals hatte. Alhamdulillah, Alhamdulillah, aller Preis gebührt Allah. Das sind keine Einzelfälle und das ist auch kein Zufall. Das sind die Gebete unseres geliebten Hazur für seine geliebte Jamaat und für die Mitmenschen, für die unser geliebter Khalif einen sehr, sehr großen Schmerz im Herzen hat. Und Alhamdulillah, Hazur hat das heute auch in der Freitagsansprache nochmal verdeutlicht, wo Hazur erwähnt hat, dass wir eine sehr tiefe Liebe für die Mitmenschen haben sollten. Und so weit sogar, dass sogar für die Feinde wir keine Hartherzigkeit, sondern auch da einen Schmerz mit einem Schmerz für sie beten sollten und schauen sollten, dass Allah Ta'ala, der zu allem fähig ist, auch dort eine Besserung herbeiführt. Und die Liebe, die zwischen Khilafat und der Jamaat ist, ist eine sehr besondere Liebe. Auch das hat er so gesagt, diese Liebe ist nicht zu vergleichen mit anderen Sachen in der Welt. Auch diese Liebe ist durch Allah Ta'ala entstanden in den Herzen der Gläubigen und ist gewachsen über die Zeit hinweg und hat sich auch jetzt, und der Hazur hat das nochmal in der Freitagsansprache deutlich gemacht, wieder erkennbar gemacht, wie sehr die Jamaat
also nicht nur verbunden ist, sondern was für eine innige Liebe dort vorhanden ist und die auch weiter steigen sollte und daraus und darin auch unser Heil ist. Und die Gebete, das ist meine persönliche Meinung, aber da bin ich mir sehr sicher, dass die Gebete, die wir für Hasur machen, finden nur die Erfüllung, weil Hasur für uns betet, dass unsere Gebete in Erfüllung gehen. Und Alhamdulillah haben wir das auch wieder gesehen. Aber ich möchte nicht zu viel Zeit nutzen, weil die Zeit beschränkt ist, aber möchte sie auch mit einem weiteren Geschehnis in Verbindung bringen. Es handelt über eine Geschichte von Herrn Hussmann, einer Familie Hussmann, die in Mehdiabad im Norden, in Nahe, dort zu Gast sind, mit der Jamaat verbunden sind. Und der Bruder Wadud Ahmed Sahib, der führt uns kurz ein in den Hintergrund der Familie Hussmann. Und dann hören Sie selber in den Worten von Herrn Hussmann, was er zu den Gebeten von unserem geliebten Hasu sagt. Es war der 3. Oktober 2018, Tag der offenen Moschee in der Jamaat Mehdiabad, als uns wieder zahlreiche Gäste besuchten. Unter denen war auch die Familie Husman anwesend. Sie gehören zu den engen Freunden der Jamaat. An dem Tag erzählte mir Herr Husman, dass er einen Tumor im Hüftgelenk hat und dass die Ärzte sagten, es werde sich schnell verschlimmern und ausbreiten. Chancen auf eine Heilung gäbe es vorerst noch nicht. Wir waren sehr schockiert, als wir dies erfuhren, und das alte Ehepaar sehr stark besorgt. Am selben Abend schrieb ich Hazuri Anwar Edulatala bin Abdulaziz einen Brief mit der Bitte um Dua für Herr Husman. Wir standen regelmäßig in Kontakt mit Herr Husman und erzählten ihn auch, wie wir Ahmadi-Muslime mit solchen Situationen umgehen. Nämlich mit Gebeten und mit dem Vertrauen an den einzigen Gott, der unser Schöpfer und Heiler ist. Obwohl Herr Husman Atheist war, fing er an, auf seine Art und Weise für sich zu beten. Die Familie sagte, wenn der Krebs heilen sollte, würden sie sofort Hazuri Anwar bin Abdulaziz einen Brief schreiben. Einige Tage später war Herr Husman beim Arzt und ihm wurde mitgeteilt, dass sein Krebs geheilt ist und sein Wert jetzt normal ist. Nicht nur das Ehepaar, sondern auch die Ärzte waren sehr erstaunt. Alhamdulillah. Leider entdeckten die Ärzte dieses Mal einen Tumor in seiner Blase. Sie waren zwar wieder besorgt, jedoch fragte ich Herr Husman, wie er mit dieser Situation umgehen wird. Daraufhin antwortete er sehr gelassen: Der Gott, der mich beim ersten Mal geheilt hat, wird es jetzt auch wieder tun. Die Familie schrieb sofort einen Brief an Hasur-e Anwar bin Abdulaziz und Hasur antwortete: Ich habe Ihren Brief erhalten, in dem Sie und Ihr Ehemann, Herr Karl Hermann Husmann, mir vorgestellt haben und zugleich auch mir von der Operation Ihres Ehemannes mitgeteilt haben. Möge Allah, der Heiler, Ihren Ehemann mit vollkommener Genesung segnen und ihm vor jeglichem Unheil bewahren. Möge Allah, der Beschützer, stets mit Ihnen sein. Amin. Nach der Operation von Herr Husmann besuchte ich ihn im Krankenhaus. Nach einigen Wochen wurde festgestellt, dass kein Tumor mehr vorhanden ist. Alhamdulillah. Doch fragen wir mal Herr Husman, wie er sich selber dabei fühlt. Sehr geehrte Heiligkeit, Sie haben mir mit Ihren Gebeten und Ihrer Güte durch eine schwere gesundheitliche Zeit geholfen. Heute geht es mir wieder gut und ich möchte Ihnen auch im Namen meiner Frau auf diesem Wege baldige Genesung wünschen. Mit freundlichen Grüßen, Karl Hermann Husmann. Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah. Das waren die Worte von Herrn Husman über die besonderen Gebete unseres geliebten Khalifen. Alhamdulillah, wenn wir diese Ereignisse hören und mitbekommen, dann erweicht das Herz und man kommt in den Zustand, wo man weiß, dass Allah Ta'ala mit dieser Jamaat ist und auch mit seinem Khalifen ist. Und wenn wir dieses Wissen haben, dass Allah Ta'ala mit uns ist, dann haben wir aber auch eine besondere Verantwortung, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden. Und dazu hat heute uns unser geliebter Hasur nochmal inbrünstig nochmal darauf hingewiesen, in den Worten des verheißten Messias al-Islam, dass es sehr, sehr wichtig ist, nicht nur in der Zeit der Epidemie, der Corona-Zeit, wo Ramadan auch parallel ist, wo man vielleicht noch stärker eingedenkt ist in Richtung Allah Ta'ala,
sondern auch danach, wenn die Auflockerungen kommen, dass wir die 10 Bedingungen des Bet, dass das zu unseren Taten werden. Und dass wir uns anstrengen, um Allah Ta'alas Wohlgefallen zu erlangen. Dass wir besondere Handlungen machen, um Allah Ta'alas Liebe zu erringen. Und nicht neue Wege aufsuchen, die völlig zum Teil auch absurd sind, ja? Sondern das erfüllen in dem gesegneten Beispiel des heiligen Propheten Muhammad. Und das ist, was Hasud uns immer wieder heute nochmal sehr, sehr klar nahegelegt hat, was wir als Verantwortung auch haben. Denn wenn wir das nicht erfüllen, und das war auch aus den Worten herauszuhören, dass wenn wir dieser Verantwortung nicht gerecht werden als Ahmadi-Muslime, diesen 10 Bedingungen des Bad, wenn wir uneingedacht und völlig desinteressiert einfach weitermachen, so wie wir weiterleben, dass wir dann auch zu jenen zählen, wo sich dann Allah Ta'ala auch nicht mehr um einen kümmert. Und gerade auch, wenn schwierige Zeiten auch nach der Corona-Phase noch kommen werden, wie der verheißene Messias Islam es prophezeit hat, dann haben wir die Verantwortung nicht nur für diese schwierigen Zeiten, sondern auch für die Zeit nach unserem Leben eine saubere Beziehung mit Allah Ta'ala aufzubauen. Und diese können wir nur machen, wenn wir auch dafür bemüht sind. Und der verheißene Messias Islam hat ein Beispiel gegeben, den Hasud heute erwähnt hat in der Freitagsansprache. Ein Bauer, der auf dem Feld arbeitet und dann den Unkraut zupft und wegwirft. Ja? Er kümmert sich nicht darum, was mit dem Unkraut passiert. So ähnlich sagt das Allah Ta'ala auch, dass er sich dann nicht um die kümmert, die Allah Ta'ala ignorieren und nicht um ihn bemüht sind, sondern sich besonders um diese Menschen kümmert, die sich auch um Allah Ta'ala gekümmert haben, die sich besonders für die Mitmenschen eingesetzt haben und aus der Liebe für Allah Ta'ala sich um die Mitmenschen gekümmert haben. Daher sollten wir das unbedingt auch als eine Botschaft, als ein Verständnis mitnehmen, dass wir aus dieser Khutbah heraus uns im Herzen die Intention fassen, dass wir diese Tage und diese Worte von unserem geliebten Hasur in die Taten umsetzend Hasur die frohe Botschaft geben. Hasur, wir geben all unsere Kraft, setzen wir darauf ein, um diesen gesegneten Worten auch in die Taten umzusetzen. Aber diesbezüglich hatte Raksad heute auch mit einem Bruder gesprochen. Es ist der Bruder Akil Sahib aus Ulm. Auch er hatte eine ähnliche Situation mit den Gebeten von Hasur erlebt. Er hatte 5 Jahre lang mit seiner Frau haben sie keine Kinder gehabt und den Wunsch gehabt nach Kindern, bis es eine Veranstaltung über Tahrike Jadid gab, wo das Ehepaar dann eine größere Spende auch dann gemacht hat und auch Hasur um Dua gebeten hatten. Und auch da waren diese Gebete von Khalifatul Masih besonders, womit sie dann 3 Monate später dann auch die frohe Botschaft bekamen, dass sie Eltern werden. Und aber es gab dann Komplikationen. Im 5. Monat war es dann, dass ein Kind von den Zwillingskindern leider verstarb und das zweite Kind dann geboren werden musste. Und die Ärzte wollten eine Unterschrift haben und haben auf die Risiken hingewiesen und gesagt, dass es eigentlich fast schon unmöglich ist, dass das Kind, wenn es jetzt geboren werden muss, es muss geboren werden, aber dass es dann überlebt, ja, und dass es Hirnblutung haben kann, eine Behinderung haben kann und viele weitere Schäden auch mit sich führen, weil es nicht mehr als 460 Gramm wiegt und oder 470 Gramm und auf all die Gefahren hinweisend sie mit dem schweren Herzen sich trotzdem dafür entschieden haben, dann das Kind zu gebären und es unterschrieben haben und eine sehr schwierige Zeit hatten, aber eine intensive, wo sie immer wieder Hasur und Dua geschrieben haben, gebeten haben und Alhamdulillah, die Yasmin Aslam Beti ist 1,5 Jahre alt und spielt, ist ein Augentrost für die Eltern und ist aktiv wie andere Kinder auch. Und Alhamdulillah, die Eltern sind sehr, sehr, sehr froh, wie besonders diese Gebete von unserem geliebten Hasur für sie gegriffen haben. Und auch das sind keine Einzelfälle, sondern jeder Ahmadi, der diese Erfahrung macht, der diese persönlich diese Erfahrung macht, wie Allah Ta'alas Khalifa
für einen betet und wie sich dann eine Situation im Nu dann auch wandelt, ja, der wird Zeuge von dieser gesegneten Heilkraft. Und Heilkraft ist auch mit unserem letzten Beispiel, womit wir dann auch dann zum Ende kommen. Hier ist eine Begebenheit, eine recht frische Begebenheit von der letzten Reise von Hasur nach Norddeutschland. Zuvor, einige Wochen vorher, da gab es einen Arbeitskollegen, der leider erkrankt war und auch eine gewisse Verzweiflung da war. Und auch in dieser Zeit hat man dann Suran Aziz um Gebete gebeten. Und hören Sie selber in seinen eigenen Worten, wie er die Situation beschreibt. Sehr geehrte Heiligkeit, ich selbst bin nicht gläubig, glaube aber trotzdem an Wunder. Ja, das mag ein bisschen verwirrend klingen. Ich hatte vor ein paar Monaten selbst eine Art Blutvergiftung. Mein Blut war viel zu dick und mein Herz hat dementsprechend gerast, um dieses dickflüssige Blut durch den Körper zu bekommen. Die Ärzte waren sich nicht ganz sicher, was sie jetzt machen sollen, weil sie müssten erst einmal die Ursache finden, weil das die Symptome bekämpfen kann, zu schlimmeren Sachen führen. Man hat mir mehrfach Blut abgenommen, um zu gucken, wie man das Ganze ändern kann oder reparieren kann. Mein Freund Daud Atta hatte dann an sie einen Brief geschickt, um mich in ihre Gebete einzuschließen. Und 5 Tage später bekam ich wieder Blutabnahmen und einen Tag später das Ergebnis, dass man sich das nicht erklären könne, dass meine Blutwerte wieder komplett in Ordnung sind. Sogar ich als etwas dickerer Mensch, meine Cholesterinwerte sind seit Jahren zu hoch gewesen. Selbst die Cholesterinwerte waren im Normalbereich. Ich habe versucht, irgendwie rauszubekommen, ob man vielleicht sogar die Blutproben verwechseln könnte oder es wäre halt technisch ausgeschlossen, weil alles technisch belabelt wäre. Und selbst die Ärzte konnten sich daraus keinen Reim machen. Und die einzige Antwort war, es muss möglich sein, sonst wären diese Ergebnisse nicht da. Ich habe seitdem auch keine Probleme mehr gehabt. Und ich glaube trotzdem an Wunder und wünsche Ihnen deswegen auch von ganzem Herzen beste Genesungswünsche und hoffe, dass es auch Ihnen bald wieder besser geht. Vielen lieben Dank. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Das waren die Worte von Sven Vogel über seine Erfahrungen mit Hazrat Khaliful Masih. Nun, meine lieben Brüder, wir kommen nun zum Ende dieses Podcasts. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Möge Allah Ta'ala uns wirklich befähigen, dass wir die Erwartungen, die nun Hasur in uns gesetzt hat durch die heutige Freitagsansprache, dass wir die Bedingungen des Bet und dass wir die Erwartungen des verheißten Messias al-Islam in die Taten umsetzen und dass wir an unseren Schwächen arbeitend zu jenen werden, die Hasur erwartet, um dann die Welt darauf hinweisen zu können, dass Allah Ta'ala lebendig ist und dass der Heil aller Menschen darin liegt, sich mit jenen Allah Ta'ala wieder zu versöhnen und um seine Gunst und um seinen Wohlgefallen sich anzustrengen und daraus sich dann wieder der persönliche Frieden, der familiäre Frieden, der gesellschaftliche Frieden und der weltweite Frieden sich dann wieder etablieren werden. Ich bedanke mich an alle Brüder und bitte inbrünstig um Gebete für unseren geliebten Hasur in den letzten Tagen von Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قوم احمد جاگ تو بھی جاگ اس کے واسطے قوم احمد جاگ تو بھی جاگ اس کے واسطے انگنت راتیں جو تیرے दर्द में सोया नहीं अनगिनत रातें जो तेरे दर्द में सोया नहीं